Gummo! Ruppige See! Du slidest in die DMs auf meinem Insta, doch ich swipe bei dir nicht einmal auf Tinder. Erinnert mich so die das Kokain in Drinks, ja, doch ganz ehrlich, chille lieber nur mit Flinters. Du hältst dich für den allergrößten Genial, aber es ist mir zu viel von AMG und Sprinter. Verbringe meine Zeit lieber mit Flinters, ASIOS war das mein Leben, jetzt im Blinker. Du denkst, ein beider Scheiß ist nicht so sehr politisch gemeint. Du willst ja alles, außer viel zu sehr politisch zu sein. Doch ich muss dir jetzt mal sagen, nicht politisch gemeint. Man muss sich leisten können, nicht allzu sehr politisch zu sein. You don't know how much oppression is getting me. How many times can keep grabbing me? How many times you distressing me? I just call your behavior audacity. Du slidest in die DMs auf meinem Insta, doch ich swipe bei dir nicht einmal auf Tinder. Erinnert mich so dir das Kokain in Drinks, ja. Doch ganz ehrlich, chille lieber nur mit Flinters. Du hältst dich für den allerhöchsten Genial, aber es ist mir zu viel von AMG und Sprinter. Verbringe meine Zeit lieber mit Flinters. ASIOS war das beim Leben, das im Blinker. Female, lesbian, inter, non-binary, transgender, I guess you already infer, that I'm chilling with Flinters. Ey, kein Fake-Shit auf Insta, keine Kitkos, nur Whiskers. Und wenn du nicht genderst, ja, dann sprich mich nicht an. Wir sind eine Flinter-Crew, also ein Boot, das exklusiv nur Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binären, Transmenschen an Bord einen Raum gibt, in dem sie sich wohlfühlen können. Das gibt es sehr selten in der Segel-Community zu finden, da sie meistens aus weißen, reichen Cis-Männern besteht. Das Boot, das wir segeln, ist eine IW31. Sie wurde 1969, 1970 von Sparksman und Stevens in Schweden gebaut, ist 9,60 Meter lang, nur 2,60 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,65 Meter. Triton, so heißt unser Schiff, war bis jetzt eher auf See unterwegs, um Regatten zu gewinnen. Jetzt jedoch butterflügelt es mit uns auf dem großen, weiten Meer. Mit dem neuen Heimathafen in der Bretagne bringen wir uns und Triton in ein uns allen unbekanntes Segelgebiet. Eine raue Felslandschaft und See sowie starke Strömungen und ein Tidenhu bis manchmal sogar bis zu 12 Metern stellen uns alle vor neue Herausforderungen. Wir starten im März 2022 mit der Arbeit am Boot in der Bretagne und stechen hier Ende April das erste Mal in See. Wir segeln in der Bretagne zu den Channel Islands, überqueren den britischen Kanal, um den Solent und die britische Südküste zu erkunden, um uns schlussendlich wieder zur französischen Nordküste zu begeben und unseren Weg in den Süden anzutreten. Wie die Reise weitergehen soll, wird noch eine große Frage sein und viele ungeahnte Dinge werden uns noch auf dem Weg dahin widerfahren. Meist sind wir zu viert unterwegs und es sind immer mindestens zwei Menschen an Bord mit mehr Segelerfahrung. Gemeinsam machen wir uns auf eine schrecklich schöne, abenteuerliche Reise. Ah, es ist so schön! Hier sind wir heute gestern reingesegelt, als noch Wasser da war. Ein Tag auf Triton ist nicht, also hat auf jeden Fall nicht immer den gleichen Ablauf. Nicht alle Tage sind gleich, weil es voll davon abhängt, ob wir segeln oder in einem Hafen chillen. Weil, also klar, wenn wir segeln, dann planen wir davor, weil wir in einem relativ schwierigen Segelgewässer sind, weil es richtig krasse Tiden gibt und voll starke Ströme, wie wir wann wo am besten hinkommen und was wir auf keinen Fall machen sollten, wenn wir uns jetzt nicht umbringen wollen. Dann setzen wir den Plan in die Tat um und es funktioniert auch meistens sehr gut. Also actually immer, weil wir einfach krasse Pros sind. Und ja, dann wird gesegelt. Und wenn wir nicht auf See sind, dann chillen wir im Hafen, wir ruhen uns aus, wir kochen, wir reden über coole Dinge, wir regen uns über Cis-Männer auf, wir sind froh, dass wir keine Cis-Männer an Bord haben. Hey, das war mein Knie. Entschuldige, bitte. Das ist zu geil mit der Musik. Jesus Claudius. Genius Claudius. Man kann getrost sagen, dass es auf Triton viel zu tun gibt. Wir sagen immer, nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Und dann guckst du da und wenn das zwischen diesen beiden Markierungen...
Bevor wir in unser Segelabenteuer starten konnten, mussten wir erstmal den gesamten Motor ein- und ausbauen, da die Motorfüße völlig wegkorrodiert waren. Ich kenne mich null aus mit Motoren. Ich bin weiblich sozialisiert, mein Vater hat mir nie sowas beigebracht und ich habe auch schon von der Gesellschaft gelernt, dass ich mir so etwas eh nicht zutrauen sollte. Taro mit einer BootsbauerInnen-Ausbildung war zu dem Zeitpunkt an Bord und hat uns angeleitet und das nötige Zutrauen gegeben. Es war mega, etwas von der Person erklärt zu bekommen, die nicht so tut, als wäre das alles die größte Zauberkunst. Cis-Männer nämlich tun die ganze Zeit so, als würde so eine Art der Arbeit einfach das krasseste Werk sein. Wir haben uns einfach Zeit genommen, uns etwas zugetraut, die Motoranleitung gelesen und es gemacht. Mehr war nicht dabei. Genau das, was Cis-Macker machen, während ihre PartnerInnen für sie kochen und ihre dreckigen Unterhosen und Socken vom Boden zusammensammeln. Sich so intensiv mit dem Motor, aber auch anderen Teilen von Triton zu beschäftigen, hat uns großes Verständnis und Zutrauen ins Boot gegeben. Sich Tritons Eingeweide quasi Schritt für Schritt zu erschließen. Wir haben uns immer wieder dafür sehr gefeiert, was wir alles an Triton gemacht haben. Die Bordelektronik repariert, den Motor und tausende kleine Alltagsbaustellen. Nach der Baustelle ist, wie gesagt, vor der Baustelle. Es gibt ein Wort, das heißt emotionale Sicherheit. Basically bedeutet das, einen Ort zu schaffen, in dem Menschen Fragen stellen können, Fehler machen dürfen und nicht das Gefühl haben müssen, sie müssten jemandem etwas beweisen. Wenn die nicht gegeben ist, und so habe ich es oft auf Schiffen erlebt, traut man sich nicht, Fragen zu stellen. So lernt man weniger bis gar nichts. Konversationen, von denen niemand etwas hat, werden geführt und im schlimmsten Fall werden Bedenken nicht geäußert. Was Segelmanöver angeht, Verständnisfragen zum Schiff, Sicherheit an Bord oder das soziale Miteinander. Als Wintercrew haben wir ziemlich schnell den Kontrast zu vielen anderen Segelerfahrungen gesehen. Viele Skipper haben mich schnell dumm fühlen lassen, gewisses Wissen erwartet, keine Fehler zugelassen und Dinge nie richtig erklärt, dass sie wirklich verstanden werden, sondern eher, um mit Wissen zu prahlen und sich zu profilieren. Wir wollten eine Atmosphäre schaffen, in der wir alle wachsen können, in der sich niemand was beweisen muss und in der Fehler angesprochen werden dürfen. Also zu Hause lebe ich normalerweise nicht auf so engem Raum. Hier auf Triton leben wir auf so 5 Quadratmetern. Das heißt, man lernt alle Menschen besonders gut kennen. Und meistens wache ich auf mit einem Spiritusgeruch, weil der erste Kaffee gekocht wird. Dann wachen alle auf und dann geht der Tag so los. Und was sich so von der Stadt unterscheidet, ist einfach, dass ich die Möwen höre, das Meer sehe und sehr eng von sehr vielen Menschen, die ich sehr, sehr mag, umgeben bin. Ich glaube, ich lerne sehr stark, dass alle Menschen voll was beizutragen haben und dass ich es immer wieder wunderschön finde zu sehen, dass so man gemeinsam einfach viel mehr machen kann. Und ich habe auch irgendwie gelernt, dass es unmöglich ist oder irgendwie doof ist, sich vorzustellen, dass man irgendwie eine Sache alleine schafft. Man ist irgendwie immer auf andere Menschen angewiesen und arbeitet besser im Team. Immer wenn ich so Cis-Männer mit ihren Frauen anlegen sehe, wo dann sozusagen die cis-männlichen Personen die Skipper sind und die Frau so die Vorschoterin oder so, finde ich es irgendwie voll krass, dass es so dargestellt wird, als wäre so der Skipper die Person, die alles weiß und die das alles alleine machen kann und die anderen Personen können so froh sein, dass sie dabei sind. Aber eigentlich so funktioniert gar nichts, wenn die Crew nicht zusammenarbeitet und alle sind aufeinander angewiesen. Und immer wenn mich jemand im Hafen abfuckt, dann muss ich mich zusammenreißen, damit ich nicht ihre Köpfe fresse. Dann sage ich ihnen gerne, that I hope that they will be a better boy next time. Also für Flintermenschen ist es schwierig, also es ist, glaube ich, generell nicht schwierig, eine Segelgelegenheit zu finden, aber es ist sehr schwierig, eine Segelgelegenheit zu finden, wo man sich überhaupt wohlfühlt und wo man nicht belästigt wird. Und dann auch noch eine zu finden, wo man den Safe Space hat, Fragen zu stellen, ohne als komplett dumm dargestellt zu werden. Bitte erklär's mir. Bak ist das alte Wort für Baum. Also besonders verbrannter Baum. Ich dachte, das steht für Backshop. Hä? Ich dachte, das ist die Seite des Boots, wo gebacken wird. Und das andere ist die Seite, wo das Steuer ist. Was hat Bak mit Bäumen zu tun? Da hängt mein Brot dran auf. Der alte Mittelalter Brotbaum. Man kennt ihn. Den gibt es in der Schweiz vielleicht nicht. Und die Beeren. Ja, ganz klar. Jetzt machen wir es dann. Das habe ich doch gerade erklärt. Ah, tut mir leid.
Ich habe Probleme. Arboro. Barboro? Arboro. Das alte Wort für Baum. Hm. Und einfach so segeln in einem guten Umfeld zu lernen, ist fast unmöglich. Wenn man sich so die Segel-Community anschaut, die so zu 99% aus Cis-Mackern besteht, die beim Segeln schon über Jahrhunderte lang gegatekeept haben und das als irgendetwas dargestellt haben, was so eigentlich nur für richtig harte Männer erlernbar ist und wo vor allem Flinterpersonen einfach nicht so wirklich die Kapazitäten haben, da durchzustarten. Jetzt, wo ich segeln war, kann ich sagen, dass Mansplaining entsetzlich ist, weil man einfach die ganze Zeit das Gefühl bekommt, dass man nichts weiß. So, dir wird einfach irgendetwas erklärt, wo du dir so denkst, wollte ich das gerade wissen? Nein, wieso erklärst du mir das so? I never asked for this. So, ich will jetzt nicht, dass du mir einfach eine Tiegenkurve aufzeichnest und mir zeigst, wo die Amplitude ist. So, ja, danke Thorsten, danke.